Nummer 12 durch. Und dann kommen sie hier an die Rückwand. Wir haben etwa 2400 Schüler und 130 Lehrer. Wir haben einmal nur die Schmecklesung der Schule und ich habe auch mit der Schule wohl Mondoni. Wie ist es? Nizza. Ah, wie ist es? Nizza und Schule? Ja. Die haben wir mit. Tényleg, összeismerkedtünk emberekkel, kintiekkel, veled, az úgy azért tényleg ott volt. Jó mennyi, akkor kimondtam, hogy Kameramann. Kameramann? Ich kenn dich nicht. Mach dich da hoch. Warte, lande, wie? Woher kommst du? Aus der Theo. Theo? Kameramann. Das geht raus. Das geht raus. Ja? Und da sitzt ihr schön hier drauf und man kann nicht von der Seite reingucken. Wie geht das? Hi. Es gibt noch einen schwereren Bock, der steht vor der Dampfmaschine. Erstmal nach meinem Ungarn gucken. Nach deinem Ungarn? Wo der Max gerade alleine gelassen hat. Ach so, und was müssen die da machen? Die müssen gerade einen Schäfte machen.
obwohl wir nicht dieselbe Sprache sprechen, konnten wir uns doch sehr gut verständigen durch Handzeichen und halt Übersetzer. So eine Kleinigkeit, wo ein bisschen Müdigkeit eingetreten ist, wo keine Lust mehr war, weil die Mädels da waren. Ist verständlich, ist okay. Aber trotz allem sind wir sehr zügig vorangekommen und haben das Ding eigentlich ganz gut hingekriegt. Und ich glaube, da können wir auch alle drauf stolz sein. Du Glaszerbrecher im Grunde, Gewalt sei dieser Bau zur Stunde. Hoch, hoch, hoch. Ich glaube, wir können zusammen sehr stolz auf das sein, was unsere Schülerinnen und Schüler und Lehrer hier geleistet haben und was wir heute hier in einem Richtfest feierlich begehen. Beide Schulen haben sich mit einem Projekt, diesem Pavillon hier, gegenüber vielen anderen Schulen aus Osteuropa und Deutschland bei einem Wettbewerb der Robert-Bosch-Stiftung durchgesetzt. Und ein nicht unbedeutender Beitrag der Stiftung steckt heute auch in diesem Pavillon. 3, 4!